Weißt du, was am schlimmsten ist? Dass immer dann, wenn es gemütlich und warm und schön ist, dass man dann wieder gehen soll. Ich bin ja eigentlich nicht so der Frühaufsteher. Um 6:30, was schon relativ spät ist für so eine Tour. Zusammenräumen und so, 7:00 sind meistens die ersten Menschen unterwegs. Ja. Gefühlt nicht arg viel geschlafen. Heute Nacht noch meinen Schlafsack ausgepackt. Ich wollte eigentlich nur mit dieser Fließdecke schlafen, aber Fließdecke und Biwaksack, aber das wäre zu kalt. Ja. Ich stehe jetzt mal auf. Bevor ich am meisten Angst habe, zwei Dinge. Regen und dass mir das Gras ausgeht. So, ihr Lieben, Fahrrad fertig gepackt, soweit umgezogen. Jetzt habe ich hier gerade noch den Platz abgesucht, ob ich vielleicht irgendwas liegen habe lassen. Und wisst ihr, was mir dabei aufgefallen ist? Guckt mal. Der lag hier echt einfach so rum. Also wie ihr seht, der liegt da schon eine Weile, der ist ein bisschen schmutzig. Aber der ist echt. Ja, ihr Lieben, heute Morgen hier erstmal 11 Kilometer an der Landstraße entlang. Kein Radweg. Und immer wieder schießen Autos an mir vorbei. Irre. Von einer halben Stunde ungefähr los. Ja, ich hoffe, heute erreiche ich meine Tagesetappe. Bye bye Pfullendorf. Hier waren wir jetzt gerade einkaufen. Und ich habe nicht viel geholt, ihr Lieben. Und ich habe 7,50 Euro gezahlt. Für ein Brot, 3 Liter Wasser. Zwei so Schalen Fertiggerichte und, ach genau, hier so eine Espresso, so ein kalter Espresso Becher und eine Müllermilch. 7,50 Euro. Das ist mehr als übertrieben. Ihr Lieben, ich bin im Paradies. Seht ihr das? Hanf, soweit das Auge reicht. Ich würde ja jetzt glatt meinen Notvorrat auffüllen, aber ja, das wird Industrie sein, ne? Aber wunderschöne Pflänzchen bei. Wunderschön. Mal gucken, wo ist das Ende? Ich zeige euch das schnell. Ich hoffe jetzt einfach mal kurz. Ich
Schaut euch das an. Hand so weit das Auge reicht. Aber leider halt Nutz, ne? Dann habt ihr schöne Samen produziert. Wunderschönes Feld. Wunderschön. So sollte das eigentlich überall aussehen bei uns in Deutschland. Immer wieder solche schöne Felder. Über 50.000 Gegenstände lassen sich daraus herstellen. Vielen nicht bewusst. Wir könnten komplett Plastik einsparen. Alles, was man aus Plastik machen kann, kann man aus Hanf machen. Man kann Beton damit herstellen, Autokarosserien und. Willkommen in der Stadt. Und ihr Lieben, Stadtfahren ist richtig Chaos. Ich komme da drauf gar nicht klar. Die sind alle voll langsam. Alles Hektik, stressig. Rote Ampeln. Da war es die letzten Tage angenehmer. Aber da vorne ist der Bodensee. Ja, wir haben es geschafft. Sein Fahrrad liebt, der schiebt. Ich muss darüber. Einfach über Rot. Das ist alles nur, weil ich da vorne hin will. Direkt ans Wasser. Ihr Lieben, ist es geil. Der Bodensee in seiner vollen Pracht. Schon schick hier, direkt am See, hat schon was. Fette Häuser. Suchen wir jetzt mal eine anständige Stelle und dann machen wir mal einen Mittag. So ihr Lieben, jetzt kommt das erste Mal das Panzertape zum Einsatz, weil die Stange hier ist mir vorher schon runtergefallen. Und gerade eben habe ich Leute überholt und da stand die einfach bis hier raus. Und ich habe es nicht geblickt. Also das hätte echt dumm laufen können. Deswegen machen wir das Ding jetzt wieder fest.
steht, was ich mache. Ich habe jetzt einfach hier ein bisschen Klebeband dran. Dann kann das einfach mal hin und her rutschen. Also das hat mir gerade echt. Ja. So reicht es. Suchen wir uns ein schönes Plätzchen. Ich will einen rauchen. Schön neben Gänsemarsch. Unter durch, so wie der. Unter durch. So, ihr Lieben. Ich hoffe, ich habe hier so einen Spot gefunden. Die Omas sind wieder weg. Naturschutzgebiet. Jetzt gehen wir vielleicht den Müll wieder mitnehmen. Und ob es mir klappt oder nicht, aber das ist mir so scheißegal. Ich warte dann nachher durch. Ich gehe auf jeden Fall gleich Bahn. Hab ich richtig Bock zu. Ja, ihr Lieben, da sitze ich jetzt nun am Bodensee. Ein bisschen mehr wie 48 Stunden hat es gedauert. Wie geht's weiter? Der Radladen da oben, also Fahrradladen, das kannst du nicht bezahlen. Liegt hier direkt zwischen Überlingen und Seefeld auf dem Radweg. Und der hat Preise, da wird es mir schlecht. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen am Grübeln. Ihr wisst ja, ich mache alles immer ganz spontan und aus meinem Bauch raus. Nächster Schritt wäre jetzt Bayern. Und ja, ihr wisst ja, ich glaube, da drüben ist ein Boot aufgesessen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wir versuchen das gerade aus der Sandbank zu schieben. Ja, keine Ahnung. Und nun? Das Equipment ist echt nicht das Beste. Mir tut der Arsch richtig doll weh. Eigentlich wollte ich ja jetzt weiter Bayern zum Königssee. An den Alpen entlang. Aber ich überlege gerade ein bisschen, ob ich das wirklich tun soll. Ja. Ich weiß auch nicht, was es immer ist. Mein Bauchgefühl meinte auf jeden Fall los, los, los. Und ich habe mal wieder den Mund ziemlich voll genommen. Euch natürlich nur die Hälfte erzählt, die erste Etappe. Da waren noch ganz viele andere geplant. Aber ich weiß jetzt auch nicht. Naja. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Soll ich weiter radeln? Soll ich nicht? Würdet ihr mit so einem Fahrrad mit vorne Achter und hinten loser Speiche, einem richtig harten Sattel und jede Menge Gepäck weiterfahren? Ich weiß es nicht. Ja, ihr Lieben, da habe ich doch vor 3 Tagen noch tatsächlich eine richtig coole Seite entdeckt. One Night Tent heißt das Ganze. Und zwar bekommt man da einen Stellplatz für sein Zelt, wenn man auf Rad- oder Wandertour ist.
Und weil ich ja jetzt aktuell nicht so richtig weiß, wie ich weitermachen soll, habe ich da jetzt tatsächlich jemand angeschrieben. Es wäre zwar noch mal ein gutes Stück zu fahren. Ich bin hier unten bei Nussdorf, hier rechts im Eck, und der ist da oben. Aber das sollte ich heute noch hinkriegen. Und das wäre natürlich richtig cool. Jetzt mal schauen. Erste hat abgesagt, mein Gefühl hat nicht gepasst, er ist heute schon voll. Ich habe aber auch nur wegen heute gefragt, morgen nicht. Aber beim zweiten, weil ganz in der Nähe war noch einer, ein Wuferhof. Mal gucken, der ist zwar 2 Stunden und noch was entfernt, aber wäre auch noch möglich. Jetzt warte ich mal darauf. So, ihr Lieben, wir haben unser Plätzchen für heute Nacht. Ich muss nochmal 40 Kilometer radeln. Das bin ich heute schon. Ja, und dann gehen wir zu den Wufern. So, ihr Lieben, statt in Osten fahre ich jetzt Richtung Westen. Ja, habe ich jetzt gerade spontan entschieden. Hat da jemand angeschrieben, One Night Tent, habe ich erzählt, glaube ich. Ja. Und sind zwar noch mal 40 Kilometer, die habe ich heute schon hinter mir, aber das rocken wir jetzt auch noch. Gehen wir ein bisschen auf einem Hof schlafen.